Filmen. Wir sind gerade bei der Nelly. Ich verlinke euch ihren Instagram-Account unten. Die Nina und ich sind ja in Amerika, also auf den Bahamas und hier jetzt in Miami und später noch in Dallas. Jetzt gerade genießen wir den Sonnenuntergang. Die Nelly, die ist eine Österreicherin und die lebt hier mit dem Freund Michael in Miami schon seit 1,5 Jahren und erzählt uns so ihre Geschichte gerade, wie sie hierher gekommen ist, und es ist voll interessant und cool. Und Miami gefällt mir echt gut, es ist echt cool. Also ich bin ja nicht so der große Amerika-Fan. Habe dieses Jahr noch einen Roadtrip in den USA vor mir und Miami, muss ich sagen, gefällt mir wahnsinnig gut. Ich gehe jetzt wieder rüber zu den Mädels und wünsche euch noch einen schönen Abend und melde mich dann morgen wieder. Gerade unterwegs auf der Suche nach einem Ort, wo Ninas Laptop repariert werden kann. Er ist nämlich leider kaputt und es ist voll schön. Es ist ein schöner Tag, es ist nicht zu sonnig, es ist angenehm und wir haben heute einige Besorgungen und sehr viel Essen vor uns. Yes, wir haben so Hunger. Es ist schon 11 und wir haben noch nichts gegessen. Fast and the Furious 8 seit kurzem im Kino ist, ihr müsst es euch unbedingt anschauen, by the way, haben die Nina und ich uns in Miami schick gemacht und ein paar Fotos von coolen Häusern und Autos gemacht. Hier sind ein paar coole Outfit-Szenen von Ninas Outfit und dann auch noch mein Outfit, und danach haben wir uns eben den Film angeschaut. Schaut sie euch auf jeden Fall an, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Meine Meinung habe ich euch am Blog veröffentlicht, ihr könnt sie mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. As they fall away, faceless under faces made.
jetzt wieder bei der Nelly, habe ich euch hier letztens gesagt. Und wir borgen uns diese voll schönen Räder aus und werden jetzt eine Tour durch Miami machen. Das Essen war übrigens voll gut, die Acai Bowls waren, glaube ich, die besten, die ich jemals gegessen habe. Also wenn ihr mal nach Miami kommt, schaut auf jeden Fall bei Dreamers vorbei. Aber ich werde euch einen ausführlichen Blogpost schreiben über alle Lokale, wo wir waren. Und es gibt auch ein Video bei June Booth TV. Könnt ihr auch mal schauen. Geworden. Der schmeckt übrigens super gut, das muss ich unbedingt zu Hause auch einmal probieren. Und die Nina hat heute eine etwas andere mit Goji-Bären. Die Nina kriegt jetzt ein Tattoo. Und wie fühlst du dich? Gut. Nervös? Ich habe schon ein paar.
gemalt haben. Dadurch wurde Wynwood ein bisschen cooler. Das ist Wynwood. Schauen wir es uns an. Ja, und das ist eigentlich die einzige Location in ganz Miami, wo man den Boden anmalen darf. Also man sieht hier überall so Messages und da darf man halt überall sprühen. Eigentlich erinnert es mich auch so ein bisschen an Melbourne. Weil Melbourne gibt es ja auch dieses Viertel, wo jeder sprayen darf und alles voll ist. Bright, I called you up just to hear your voice. I'm love.